Hallo Leute und willkommen zurück bei Mystery of Neuschwanstein. Ja, wir müssen jetzt hier im Theater dieses Rätsel lösen. Und ich denke, ich probiere einfach mal ein bisschen rum. Habe ich ja schon in der letzten Folge gemacht. Können wir den eigentlich auch überspringen? Ja, würde rein theoretisch gehen. So, und ich glaube, jetzt habe ich es schon versaut. Wenn ich den mache, nee, ich denke, ich werde hier anfangen. Ah, den kann ich... Was? Was war das denn jetzt? Den nach da? Ach so, ich darf nicht über den hier ziehen? Verstehe ich das richtig? Das würde gehen. Okay, das jetzt nur mal so zum Test. Ich glaube... Was? Ach, der Gralstein. Natürlich, ich darf den Gralstein nicht überspringen. Der muss der letzte sein. Okay. Kopiert. Den nach da ist schwachsinnig. Den nach da, dann ist der weg. Dann ist der weg. Dann den dahin. Den dahin, den dahin. Und jetzt habe ich es versaut. Okay, ich möchte aber gerne hier anfangen. Das erscheint mir irgendwie richtig, sonst ist er da oben so alleine. Den dahin. Und jetzt habe ich es nicht versaut. Ich könnte sogar über die Ecke springen, aber dann hätte ich es da versaut. Das heißt, im Endeffekt habe ich hier schon einen Fehler gemacht. Okay, dann könnte ich dahin, dann ist der weg, aber der da alleine. Jetzt haben wir den da oben wieder so blöd. Den dahin. Den dahin. Nope. Nope. Ich kann noch mit dem... Ach doch, mit dem kann ich überspringen, aber der muss am Ende übrig bleiben. Wieder sowas, was sehr hoch, sehr lange dauern kann. Den dahin. Dann habe ich den weg. Das bringt mir nichts. Den dahin. Den darf ich nicht überspringen. Den darf ich nicht überspringen. Das heißt, ich kann nur so und damit habe ich es wieder versaut. Dann fangen wir doch mal so an. Den kann ich da nicht überspringen. Mist. Mist! Oh, Menno! Ach, Mann, also. Den dahin, aber dann ist der so weit unten. Ich habe die Befürchtung, das geht nicht auf, oder? Nee. Nee. Also nochmal. Das ist nicht schwer, sowas. Echt nicht. Muss mir das nur ein bisschen gut überlegen, was ich hier tue. Also, gehe ich mit dem nach da, habe ich den da ganz blöde. Das möchte ich nicht machen, da nach oben. Ich könnte runter. Ich könnte aber auch dahin. Dann habe ich den da und dann bin ich wieder... Ach ja. Den runter. Ich darf nicht vergessen, dass ich auch mit dem überspringen kann. Ah, jetzt habe ich den übersprungen. Also, den runter. Den dahin. Da.
bloß keinen Fehler machen. Dann habe ich den weg, aber die beiden. Dann habe ich den weg. Da kann ich nicht rüber. Shit. Das ist wahrscheinlich, könnte ich mir jetzt vorstellen, hier in 6, 7 Zügen, wenn überhaupt, müsste das eigentlich richtig gut erledigt sein. Also ohne jetzt hier... Ne? Ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach, das möchte ich damit sagen. Es ist eigentlich einfach, sowas. Aber irgendwie gerade nicht. Und vor allem habe ich das Gefühl, ich mache immer die gleichen Züge. Ich mache immer die gleichen Fehler. Ja, genau so hatte ich das nämlich gerade auch. Ja, und jetzt kann ich nur nach da und jetzt, ja, kann ich nur nach da und dann war es das. Ich fange nochmal von vorne an. Ich habe wirklich das Gefühl, ich mache hier ständig die gleichen Fehler. Nee. Ich schaue mal eben kurz auf die Uhr. Okay. Weil ich möchte nicht die ganze Folge an dem Rätsel verbringen. Und wenn ich es jetzt in den nächsten Minuten nicht schaffe, werde ich es überspringen. Ich mag das eigentlich nicht, hier was zu überspringen, aber... Ne? Wäre es jetzt kein Let's Play, dann würde ich vermutlich... wirklich hier ohne Ende rumrätseln, aber ich kenne ja viele der Zuschauer. Ich kann ja nicht eine Folge, ich kann nicht 20 Minuten das Rätsel bringen. Da ist ja dann großer Aufstand. Als hätte ich Gott weiß was getan. Deshalb lassen wir das mal lieber. Das wird's nicht. Das wird es nicht. Letzter Versuch. Ich bin auch schon genervt. Wahnsinn, überwältigend. Deshalb haben wir... Jetzt verstehe ich, um was es hier wirklich geht. Jetzt schon. Es geht hier um nichts anderes als den Gral. Davon bin ich überzeugt, seit die Ultramontanisten im Spiel sind. Glaubst du, der Gral ist wirklich hier unten? Ich bin Journalistin. Glauben hilft mir da nicht viel. Aber wenn der Gral hier unten ist, werde ich ihn finden. Verlass dich drauf. Natürlich. Gut, ich sag da jetzt nicht viel zu, wie gesagt. Ich hab's ja vorher schon gesagt, entweder werde ich die Rätsel lösen oder aber überspringen. Oh, oh. Sensationell! Könnte das etwa die tatsächliche Gralskammer sein? Ich bin nicht so schnell im Lesen, aber da ist ein Ring. Wagners Goldring. Oh. Einen solchen Ring hat Wagner seinerzeit vom König geschenkt bekommen. Der wert ist nicht zu entziffern. Aha, da steht, mein Gesicht ändert sich ständig, doch bleibt es immer gleich. Ah, müssen wir da irgendwas hinstellen, hinlegen? Aha, das war also richtig. Da steht, findest du mich, bin ich schwarz, benutzt du mich, werde ich rot, am Ende bleibt von mir Staub. Das ist doch Kohle, ne? Oder die Kerze vielleicht? Nicht unmöglich. Nee. Wassersymbol, nee, das ist es nicht. Erst bin ich groß, dann bin ich klein. Ich leuchte hell und der Wind ist mein Feind. Das ist die Kerze. Da steht, ich habe keinen Anfang und kein Ende. In meinem Inneren ist nichts
Und doch kann ich ungeheuer wertvoll sein. Das ist dann wohl das Wasser. Unmöglich. Was? Ist das das Wasser? Findest du mich, bin ich schwarz, benutzt du mich, werde ich rot. Das ist sowas wie Kohle oder so, das kenne ich nämlich, das Rätsel. Oh, oh, Adlers Notizen. Ludwig II. Identifizierte sich mit dem Parsival aus Wagners Werk. Und auch Wagner sah in dem jungen König einen unschuldigen Gralssucher. Wenn auch Neuschwanstein einen Höhepunkt in Ludwigs Bautätigkeiten darstellt, so plante er, auf der Burgruine Falkenstein eine Gralsburg zu errichten, die ihresgleichen suchen sollte. Dort sollte der Gral, wenn er denn je gefunden würde, seine letzte Ruhe finden. Aha. König Ludwig II. War es, der Wagner antrieb, den Parsival zu schreiben und zu komponieren. Das Bühnenweihstück, wie Wagner es nannte, erzählt die Geschichte der Gralsritter und endet damit, dass der einfältige Parsival zum neuen Gralskönig wird und die Gralsritter ihm huldigen. Im November 1880 bekam Ludwig II. Schließlich eine Privatvorführung des Orchestervorspiels. Wagner selbst wollte, dass sein Werk eine entrückende Wirkung auf das Gemüt haben sollte. Aha, Ludwig und Wagner. Schon als 16-Jähriger berauschte sich Ludwig II. Am Tannhäuser und nannte Wagner fortan seinen Gott und Erlöser. Im Jahre 1864 übersandte er dem verschuldeten Wagner einen goldenen Ring mit rotem Rubin nach Stuttgart und am 4. Mai desselben Jahres standen sich König und Wagner in der Münchner Residenz zum ersten Mal gegenüber. Der Beginn einer langen Freundschaft und gegenseitiger Bewunderung. Aha, das ist dann wohl dieser Ring. Wir brauchen aber definitiv ein Stückchen Kohle. Und warum kann ich das Wassersymbol hier nicht hinlegen? Habe keinen Anfang und kein Ende. In meinem Inneren ist nichts und doch kann ich ungeheuer wertvoll sein. Unmöglich. Okay. Ist hier noch etwas anderes? Da können wir nicht hin. Theatersaal. Dann habe ich hier was übersehen. Aber wo? Die Wand sieht bröckelig aus. Vielleicht kann ich sie mit etwas einschlagen. Ah, wir haben ja noch den Hammer, genau. Eisensymbol. Ah, sehr gut. Und nicht zum Wimmeln, das ist ja schade. So, Eisensymbol. Was war das hier? Du findest mich, bin ich... Nee, das kann eigentlich nicht Eisen... Das muss ich anders verwenden. Das muss sowas wie Kohle oder so sein. Unmöglich. Was? Das muss ich anders verwenden. Kann ich es in die Schalen legen? Dann gehe ich nochmal zurück. Hier ist aber auch nichts mehr. Der Theatersaal wird aber noch angezeigt. Hier ist noch irgendwas. Vielleicht muss ich auch wieder was benutzen. Ich wüsste nur nicht was. Achso, Flasche Rotwein. Ja, nee. Ich wüsste gerade nicht, was damit zu tun ist. Das war der Tisch. Und wieder Latein. Ja, das hatten wir schon. Wird der Geist erstrahlen? Was? Jetzt sind wir wieder hier, aber hier ist nichts mehr. Hier muss noch was sein. Aber wo? Hier. Ach, Mist. Mist, ich verklick mich immer. Ich möchte dann hier unten alles absuchen, aber... Was? Also, wir haben das Foto von Ludwig. Wir haben das Eisensymbol. Können wir das... Das muss ich anders machen. Ja, ja, okay. Wasser. Und in meinem Inneren ist nichts. Sehr gut, das... Doch kann ich ungeheuer wertvoll sein. Eine Flasche Rotwein nicht, vielleicht. Ich sehe das nicht. Hä? Findest du mich, bin ich schwarz. Benutzt du mich, werde ich rot. Wein? So geht das nicht. So geht das nicht.
Also es ist definitiv irgendwie sowas wie Kohle oder Streichholz. Ich klicke hier gerade echt alles an, aber... aber nicht das Richtige. Soll ich mal einen Tipp nehmen? Oh, ich hasse das immer. Ich habe doch gerade erst ein Rätsel übersprungen. Da kann ich doch nicht jetzt schon einen Tipp nehmen. Nee, wirklich. Ich klicke gerade wie blöde. Ach nein, da wollte ich noch gar nicht rein. Hier ist auch nichts an der Wand. Ich nehme jetzt einen Tipp, Leute. Nehmt es mir nicht übel. Habe ich gerade hingeklickt. Aber ist egal. Rostiger Eisenschlüssel? Das muss ich anders verwenden. Rostiger Eisenschlüssel? Gralskammer. Haben wir noch den Rostentferner? Nee. So geht das nicht. Wir können den auch mit nichts kombinieren? Nein. Bitte was? Hier ist echt gar nichts. Ich klicke doch alles an. Wassersymbol, Eisensymbol, rostiger Schlüssel. Ja, es ist definitiv nur noch hier was. Hier sind irgendwo Ausrufezeichen. Offene Aufgabe. Ja, gut. Unmöglich. Haben wir irgendwas? Das muss ich anders verwenden. Was? Das muss ich anders verwenden. Nee, das ist ja Quatsch. Unmöglich. Wasser und Eisen. Können wir nicht kombinieren, sonst wäre auch das Pluszeichen da. Moment mal. Kriege ich irgendwelche Infos zu dem Schlüssel? Sagte einer der beiden was zu? Nee. Was? Das ist wahrscheinlich wieder eine kleine Ecke. Was ist das da? Nichts. Ich kann das hier nicht anklicken. Ich kann da hinten nichts anklicken. Hier ist doch nichts. Hier ist doch nichts. Bin ich jetzt bescheuert oder was? Das muss ich anders verwenden. Was? Da oben. Nee. Ich nehme jetzt gleich noch einen Tipp. Ich kann doch nicht... weiß ich nicht. Ich kann doch jetzt nicht die ganze Zeit hier rumhängen. Ich klicke alles an. Was? Hä? So geht das nicht. So geht das nicht. Findest du mich, bin ich schwarz. Kohle. Benutzt du mich, werde ich rot. Am Ende bleibt nur noch Staub. Kohle. Oder etwas Ähnliches. Ja, aber wenn ich irgendwo ein Stück Kohle übersehen hätte, dann würde mir das doch angezeigt werden, oder? Würde mir dann nicht auf der Karte angezeigt werden, hey, du hast da irgendwas übersehen? Moment mal, jetzt habe ich gerade noch eine andere Idee. Kann ich das Nachtsichtgerät benutzen? Nee. Das macht mich fertig. Bin ich schwarz?
werde ich rot. Am Ende bleibt nur Staub. So geht okay. das nicht. Ich gehe jetzt... Unmöglich. Ich gehe jetzt alles durch, weil ich keine Ahnung das habe. Das muss ich anders verwenden. Das muss ich anders verwenden. Das muss ich anders verwenden. Das ist Quatsch. Der Brief ist auch... Hä? So geht das nicht. Hilfe! Mann, was soll denn das? Oh, reg mich nicht auf. Kohle. Kohle. Okay, in die Küche sollten wir es nicht wagen. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Toll. Toll. Und ich weiß wieder nicht, was es war. 11. Mai, Sie haben. 3. Mai 1880. 5. 5. 21. Dezember 1885. Wir haben es vollbracht. Das Skript mit unserem neuesten Meisterstück ist vollendet. Die Uraufführung wird die Welt des Theaters revolutionieren und selbst William in den Schatten stellen. Diese Errungenschaft müssen wir mit unserem guten Freund Richard teilen. Wir werden ihn dazu in unser geheimes Reich einladen. Richard? Richard Wagner, oder was? Nee, Leute. Ich weiß nicht... Was? Ich hab doch nichts im Inventar. Ich hab doch nichts und hier liegt doch auch nichts. Rostiger Eisenschlüssel. Wo kann ich den verwenden? Wo kann ich irgendetwas aufschließen? Ich gehe davon aus, dass wir was aufschließen müssen. Und dann kommen wir weiter, aber dann müssten wir doch... Dann müssten mir doch hier andere Aufgaben noch angezeigt werden. War da noch was? Da war nichts mehr. Das haben wir. Definitiv in der Gralskammer. Hier unten liegt nichts. Tipp, es ist immer diese Statue. Immer die Statue. Flasche alter Ro... Pass mal auf. Unmöglich. Nee.